Ich frage mich auch immer noch, ob das Spiel zu laut ist. Eiskrieger. Und das sind zwei von denen. Gehen wir gleich mal aufs Ganze. Mit ein bisschen Megaflamme. Und? Machst du ordentlichen Schaden? Nein. Doch, komm. Ja, Level up, nicht schlecht. Die sind benachteiligt, weil das nicht triggern wollte. Oh Gott. Ich hätte euch lieber den zeigen sollen. Ach, egal. Weiter. Scheint relativ gut durchzukommen. Oh. Ich schneide das raus. Ja. Das sollte es gewesen sein. Mhm. Eine lange Brücke. Zweiteilig sogar. Oh, ist die lang. Das ist sowas lang, das habe ich noch nie gesehen. Ja, gut. Was ist hier unten? Hier unten ist doch irgendwas, oder? Nein. Ja, die Mini-Brücke. Ein paar Steine. Aha. Warum ist der Schnee weg? Warum regnet es? Hm. Ziemlich geile Landschaft. Oh. Und es stürmt nicht mehr. Gut. Gehen wir einfach mal speichern. Erstmal regenerieren. Und dann nochmal abspeichern. Zack. Danke. Schneegebirge. So verschneit ist es gar nicht. Hier ist ein Rabe. Bim. Welche Unterwegerasse. Aber ein Nachtitsch. Achtung, ein Hinterhalt. Sehe ich. Ein Schwein. Kleinen Moment, na, ich muss den Sound etwas leiser stellen, der geht mir gerade auf den Sack. Kennt ihr diesen Windows 7 Fehler, dass das Spiel immer auf den Desktop gehen muss? Warum hört die Musik auf? Na, vielleicht fängt es gleich neu an. Wen wir... Ah, gut. Bahamut. Und oh, und Legol ist leider nicht im Team. Was? Hi, ah, cool. Was? Belebt Mitglied wieder halt 5 HP. Hm. Du hast wirklich nichts, das den Gegner Schaden machen könnte. Du greifst einfach, Laschbacke an. Wow, ist das schwer ge... Wow. Diese Viecher sind einfach nur widerlich. Hm. Dieses Gebiet ist nichts für... Gehen wir hier raus. Die heilige Lichtung ist nicht weit entfernt. Und du? Ein toter Vogel. Ach so, tot. War hier nicht irgendwo ein Schlüssel? Heilige Lichtung. Das ist die heilige... Ah. Natürlich. Aber was ist hier? Dorf Shinobi. Ich gehe erstmal in die heilige Lichtung. Ist die denn so anders? Ja, Tatsache. Ich möchte speichern. Und gelegt. Warum bin ich auf dem Desktop? Ich hasse es. Ja, ich möchte mich regenerieren. Oh Gott, ich hoffe, es passiert nicht noch einmal. Das ist mich letztes Mal schon gewesen. Oh, ein Schlüssel. Kommt jetzt ein Bossfight? Schlüssel gefunden. Sieht so aus. Hm, gut. Allmählich fange ich an, Windows 7 zu hassen. Schlüssel gefunden. Huch. Huch. Gut. Hm. Ja. Und jetzt? Das war ein Erdbeben. Ja. Ist Shinobi jetzt kaputt? Da bist du ja. Schönes Stückchen. Mhm. Mhm. Mhm.
Ein Japan-Dorf also. Hätte ich bei meinem Namen auch schon denken können. Hab ich auch. Oh Gott, so eine komische Kamerafahrt. Punkt. Das Schild ist da. Die Stadt ist zehn. Ruhig, keine Panik, kein Nichts. Kann es doch nicht sein. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas stimmt hier nicht. Hat Orada doch eben gesagt, Gus. Was? Wollte man nur zu etwas Entspannung an diesen Ort bringen? Nein! Wir sind den ganzen Weg, alles nur umsonst gegangen. Arg, hörre, verdammt! Wir wurden garantiert ausgetrickst. Naja, wenn man es so sieht, dieses Dorf ist verschont geblieben. Wir mussten uns nicht mal die Hände dreckig machen. Glaubst du, so ein Gebirge, welches mit Monstern überflutet ist, macht mir Spaß? Wie auch immer, wir müssen dringend schnell zurück. Ich befürchte Schlimmes. Oh. Ist er jetzt in unserer Party? Nein! Da fällt mir ein, Hab ich nicht... Nein? 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 Ich könnte spüren... Ich hab mir irgendwas... Nein. Ich möchte einmal speichern, bitte. Und... Vielleicht finde ich ihn nicht. Gibt es hier einen Shop? So mit japanischen Waffen? Was ist das? Ist das ein Shop? Nicht wirklich, das ist ein Haus mit Schriftzeichen. Oh Gott. Nicht gehen, nicht gehen. Jetzt habe ich gegähnt. Was ist das denn für ein Krankes? Hallo, der Lehrmeister. Das sieht mir doch aus wie ein Waffenshop. Hi. Was habt ihr denn? Aha, Eisenhelm. Katana. Erhöht Verteidigungswert. Einmal Eisenhelm bitte. Und verlassen. Das war ein toller... Was ist denn hier drin? Ein Itemshop? Tatsache. Gut, hier brauche ich nichts. Rüsten wir schnell mal aus. Da. Gut. Ein bisschen die Verteidigung erhöht und dann kann schon weitergehen. Raus hier. Mehr will ich ja nicht. Oh. Ach so, die Steine sind weg. Natürlich. Zack. Aber ich will zurück nach Metropolis. Weil ich denke, jetzt passiert etwas Cooles. Ja. Erstmal den Kopf fassen, sich eine Zigarette anzünden, keine Ahnung. Ich glaube, ich zünd mir noch eine Zigarette an. So viel Zeit muss sein, ich habe sonst nichts zu tun bei dieser epischen Cutscene. Gut. Ah, ich sitze gerade gemütlich zu Hause, ey. Ich lasse sie gerade den Dicken raushängen. Okay, zurück nach Metropolis. Wir sollten ganz schnell zurück, haben sie gesagt. Wieso ist hier irgendwas? Fahrstuhl klappt noch. Oh, na endlich. Hey Leute, ich bin wieder frei. Du Gus, wir haben momentan andere Sorgen, glaub mir. Ich bin doch kein Dämon. Fein, dann kannst du ja weiter mit uns kämpfen. Also, so ganz bewiesen ist das Ganze ja noch nicht. Wo ist Rena? Hä, wieso? Ist sie normalerweise nicht bei euch? Sie wollte doch dich besuchen kommen. Komisch. Aber ich habe sie nicht gesehen, aber wir können ruhig nochmal zurück. Möglicherweise wartet sie bereits. Ich wurde etwas früher freigelassen als erwartet, müsst ihr wissen. Entschuldigt, aber wir können das auch später noch besprechen. Folgt mir. Wir müssen zum Regieren. Was habe ich denn verpasst? Jetzt können wir eine Konferenz. Ah, wir haben unseren Gus wieder im Team. Und Legol endlich wieder. Das wurde wieder getriggert. Das ist ja gut.
So, ich habe ganz vergessen, was für Techniken du hast. Ja. Mein lieber Ultima. Gut, ich würde sagen, wir gehen in den Materienshop. Aber den Weg bis dahin schneide ich. Ah, weiter geht's. Item Materie. Kaufen. Das gibt's ja dann so. Heiß Aqua Flamme. Afflimit. Gut. Kaufen wir einmal F-Limit einmal. Und der andere kriegt E-Limit. Ice-Limit, Fire-Limit. Gut. Materie. Ah, Qua. Kriegt der Lego auch noch zugesteckt. Gut. Rüsten wir das doch mal aus. Inventar. Items. Wo sind denn hier? Aqua 2 kriegt der Legol. Feuerlimit kriegt der Gustav. Und der Legol anscheinend. Wow, ich habe das zweimal. Habe ich das schon gekauft? Cool. Dann kriegt ihr beide das. Speicherpunkt. Speichern. Plus völlige Heilung. Das habe ich nur einmal, oder? Ich hoffe, dass... Ach, egal. Komm, weiter. Gut, ich schneide wieder den Weg. Zurück auf der anderen Seite. Gut, dann können wir ja weiter. Hm? Metropolis. Ach, wie ich diese Stadt hasse, weil ich schon so lange da war. Weil ich Lego gesucht habe. Und... Auf zum Kap... Achtung, eine wichtige Durchsage. Also, es gilt Alarmcode 017. In 30 Minuten ist Ausgangssperre. Wir bitten alle Bewohner, bis dahin in ihre Häuser zurückzukehren. Ich wiederhole, es gilt Alarmcode 017. In 30 Minuten ist Ausgangssperre. Wir bitten alle Bewohner, bis dahin in ihre Häuser zurückzukehren. Was ist denn los? Was hat das zu bedeuten? Alarmcode 017, das bedeutet, dass jemand in das Kraftwerk mit dem Schildgenerator für die Stadt eingedrungen. Das ist doch nicht möglich. Komm, wir müssen erstmal ins Regierungsgebäude und das Kraftwerk kann warten. Was ist das denn? Na, Hauptsache. Oh, Legol, du bist schon da. Wir hatten nicht so früh wieder mit dir gerechnet. Was passiert? Wieso auf einmal Code 017? Die Sensoren im Kraftwerk haben plötzlich Alarm geschlagen. Eine unbekannte Person wurde dort entdeckt. Viel schlimmer noch, die Person muss bereits in den inneren Bereich erreicht haben. Denn die Kampfdrohnen wurden vom System aktiviert. Kampfdrohnen! Künstliche Wächter, die vor fahren Kriegszeiten, ja. Mit Zufall. Gustav, Orala und ich werden in den Reaktor gehen. Ihr kümmert euch um die Sicherheit hier oben. Du willst die drei Täten, ja. Ich hab das so gut losgehen wir. Wohin denn? Wo ist dieser Reaktor? Tief in der Stadt. Kommt einfach mit, wir müssen den Fahrstuhl. Aha. Na gut. Oh, ich fürchte, was kommt. Ich fürchte. Wow. Okay, warte es ab. Er gibt das Geheimnis ein. Das dürfen wir nicht sehen. Passwort akzeptiert. Biometrischer Scan. Positiv. Zugang zum Kraftwerk gewährt. So, das war's. Höchst interessant. Weitere Räume. Kraftwerk. Oh.